Hey, ich habe bisher in all meinen Anatomieprüfungen 100% erreicht und ich zeige in diesem Video, mit welchen Methoden und Ressourcen ich das gemacht habe. Das Wichtigste ist zunächst zu verstehen, dass Anatomie ein visuelles Fach ist. Hey, für die, die mich nicht kennen, ich heiße Karim, ich studiere Medizin und auf meinem Kanal erleichtere ich dir den Weg in und durch ein erfolgreiches Medizinstudium. Weil Anatomie ein visuelles Fach ist, wirst du dich nicht zu viel mit Texten beschäftigen, sondern vielmehr mit Bildern, sodass du in deinem Kopf wirklich ein 3D-Bild hast des menschlichen Körpers, das du auch nach Belieben auseinandernehmen kannst. Dabei stellen sich viele auch beim Lernen immer die Frage, okay, fange ich mit der Tomographie oder mit der Systematik an? Kurz zur Erklärung, Systematik bedeutet, okay, alle Nerven der oberen Extremität aufzählen und Tomographie bedeutet, okay, verstehen, was sind die Lagebeziehungen im Körper, also an der Schulter, was sind die Muskeln, welche Arterien gehen wodurch und sowas. Also Systematik ist mehr oder weniger einfach das stumpfe Auswendiglernen von Listen und die Tomographie ist wirklich das Verständnis der Ort- und Lagebeziehung und in meinen Augen ist auch die Tomographie wirklich das Wichtigste. Aber man muss auch ehrlich sagen, Tomographie ist leichter durch die Systematik zu lernen. Wie ich das Ganze angehe, ist, dass ich Systematik innerhalb der Tomographie lerne. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Schulter lernen will, okay, dann gehe ich auf die Schulter hin und dann versuche ich innerhalb der Schulter alles systematisch zu lernen. Also ich schaue mir die verschiedenen Muskeln an, die ich in der Schulterpartie finde und lerne ihren Ursprung, Ansatz, Funktion, Innervation. Ich gucke mir dann an, okay, wie liegen die Gefäße und dann zu jedem einzelnen Gefäß lerne ich, okay, wo entspringen sie, wo verlaufen sie, wo münden sie, etc. pp. Ich würde nicht raten, dass du erst anfängst, alle Knochen zu lernen, dann alle Gelenke, dann alle Bänder, dann alle Muskeln, dann alle Gefäße, alle Nerven, sondern wirklich alles eher nach Körperregionen gegliedert. Zum allgemeinen Vorgehen bei Anatomie ist es wichtig zu verstehen, das, was ich sage, sind Ideen. Ich möchte euch mit meinen Ideen informieren und inspirieren, dass ihr diese Ideen dann in euer Lernen einbaut. Wichtig ist zum Lernen für Anatomie, dass es zigtausend verschiedene Arten und Weisen gibt zu lernen. Es geht letzten Endes darum, Ideen zu finden, mein Video zum Beispiel, und diese dann in die eigene Lernroutine einzubauen. Also nicht einfach alles Wort für Wort genauso machen, wie ich es sage, sondern so, wie es am besten für euch passt. Wichtig ist halt, dass man letzten Endes bestimmte Basic-Prinzipien befolgt. Anatomie zu lernen ist wie eine Sprache zu lernen. Es ist mega, mega random und man lernt es einfach nur, wenn man sich kopfüber hineinstößt. Und davon kann ich schon einiges sagen, da ich halt 4 Sprachen mittlerweile spreche. Und in Anatomie ist es wirklich genauso. Also ihr dürft nicht mit der Vorstellung reingehen, dass ihr erst alles schön geordnet ausschreiben werdet und dann Stück für Stück lernen werdet. So funktioniert Anatomie nicht. Und vor allem dürft ihr keine Zusammenfassungen schreiben. Eine Zusammenfassung ist in meinen Augen nichts weiter als Inhalt auf der einen Seite kopieren auf eine andere Seite, ohne aber, dass der Inhalt vorher in deinen Kopf reingeht. Tomographie lernen bedeutet wirklich verstehen, wie liegen all die verschiedenen Sachen und das kriegst du nur auf eine Weise besonders gut hin und zwar indem du aktiv die Sachen replizierst. In der Forschung nennt sich das Active Recall. Du kannst die Tomographie so verstehen, indem du vielleicht Bilder in deinem Anatomieatlas verdeckst und immer Stück für Stück aufmachst, um zu gucken, okay, wusste ich jetzt, welcher Muskel das ist, wusste ich, welcher Nerv das ist, damit du in deinem Kopf anfängst, durch diese 2D-Modelle, indem du sie übereinander legst, ein 3D-Modell zu erstellen. Wenn du deine Informationen aus dem Anatomiebuch liest, dann darfst du das nicht einfach passiv machen und einfach lesen, 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 sondern musst das aktiv machen. Lies ein, zwei Paragraphen oder Absätze, wie auch immer, und dann kurz zumachen oder einfach nicht hingucken und dann überlegen, okay, was habe ich gerade gelesen, was bedeutet das, wie kann ich das in eigenen Worten erklären, nennt sich Feinmann-Technik. Wichtig ist, dass du beim Erklären das Ganze laut machst, weil du so auch erkennst, was sind meine Wissenslücken, denn wenn man das irgendwie im Kopf macht, ist es so, dass du sowas ganz oft überspielst und nicht bemerkst. Eine Sache, die mir auch besonders hilft, um die Tomographie zu verstehen, ist meine Anatomie-Feinmann-Technik. Dabei mache ich dann immer, wenn ich etwas gelesen habe, ich erkläre es dann nicht nur einfach nur mündlich, sondern ich fange direkt auch an, etwas zu zeichnen. Ich mache entweder eine Konzeptzeichnung, also ich zeichne, keine Ahnung, den Oberarm mit all den Muskeln und Nerven und was weiß ich, was da alles da läuft und beschrifte das auch noch, das ist auch ganz wichtig. Oder ich mache eine Mindmap und das Ganze ist sowohl hilfreich, wenn du Informationen neu lernen willst, als auch wenn du gerade am Wiederholen bist für eine, einfach nur in deiner Semesterzeit oder wirklich für eine Prüfung. Und wichtig, auch hier, mach es nicht passiv, sondern mach es aktiv. Wenn du gerade das Buch gelesen hast, zumachen, zeichnen und dann gucken, woran kann ich mich nicht mehr erinnern, was hat gefehlt, nochmal aufmachen und dann diese Sachen nochmal hinzufügen. Und mit der Zeit, wenn du das immer wieder machst, ich habe das bei mir dann so gemacht, dass ich einfach auf eine Karteikarte in Anki geschrieben habe, okay, zeichne die, was weiß ich, die Oberarmregion im Querschnitt oder im Längsschnitt, wie auch immer. Und mit der Zeit wusste ich dann immer mehr die Sachen und mit der Zeit habe ich es dann auch hinbekommen, es vollständig zu zeichnen. Eine weitere Sache, die du machen kannst, ist es dir aus Amboss und Via Medici Fragen, wirklich richtige Klausurfragen rauszuschreiben und sie regelmäßig immer wieder durchzugehen. Mach dann aber auch wirklich Fragen, die nicht ganz stumpf sind, also einfach, keine Ahnung, was ist der Ursprung des Musculus deltoideus?
Ja, das ist sehr einfach. Versuch mehr die Sachen so zu fassen, dass du ein bisschen mehr kombinieren musst. Zum Beispiel, was passiert, wenn der Nerv durchtrennt wird, der den Muskel innerviert, der sowohl an der Clavicula, am Acromion und auch an der Spina Scapula entspringt. So. Da musst du schon ein bisschen mehr machen. Oder auch ganz wichtig sind klinische Fragen. Zum Beispiel, was passiert, wenn der Nervus medianus unterhalb des Musculus pronator teres durchgeschnitten wird und was passiert, wenn er am Oberarm durchgeschnitten wird? Ganz wichtig, weil bei Nerven immer verschiedene Abgänge entstehen und naja, okay, ihr studiert Medizin, ich muss es euch nicht erklären, wieso das wichtig ist. Ihr könnt natürlich auch richtige Klausuraltfragen durchgehen und diese dann zum, sagen wir mal, Wiederholen benutzen. Was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, ist es, an der Leiche zu lernen. Ihr habt ja alle einen Prep-Kurs, normalerweise, ich glaube, den hat man auch in jeder Uni in Deutschland. Und dort ist es ungemein Gold wert, wirklich am richtigen Körper, wirklich in 3D-Manier zu lernen, wie alle verschiedenen Sachen zueinander liegen, welche Organe sind wo im Bauchraum zu finden, welche Gefäße wo das Diaphragma durchstoßen, etc. pp. Es hilft, das auch immer mit einem Partner zu machen, sich das einfach gegenseitig zu erklären, weil wie gesagt, Sachen zu erklären ist immer das Beste. Ich würde auch immer einen Atlas mitnehmen, aber bitte, also bitte nicht immer einen mitnehmen, sondern einen Atlas dafür nutzen. Nehmt nicht euren eigenen mit, weil, naja, Atlas und persönlicher Atlas, der zu Hause sein sollte und dann auch bei der Leiche. Keine Ahnung, vor allem der Geruch ist nicht unbedingt so das Beste. Ich würde dann immer die Atlanten nehmen, die man dann im Präp-Saal findet. Was ich auch gemacht habe vor meiner eigenen mündlichen Prüfung in Anatomie, also meiner ersten mündlichen Prüfung in Anatomie, ist, ich habe alle Strukturen, von denen ich wusste, also ich wurde an den Extremitäten geprüft, von denen ich wusste, okay, die haben wir schon mal gesehen, die gibt es einfach. Ich habe die einfach alle in einer riesigen, langen Liste aufgeschrieben, ohne irgendwie im Internet nachzugucken, welche gibt es nicht in den Büchern, einfach nur aus dem Kopf. Das ist eine richtig gute Übung, um einfach nur im Kopf wirklich durchzugehen, okay, was sind alle Strukturen? Und dann habe ich diese Liste dann nochmal genommen, um dann an der Leiche, an den zwei Leichen, von denen ich wusste, okay, das sind meine, sagen wir mal, Prüfungsleichen, an diesen dann zu gucken, okay, was sind dann, wo sind diese Strukturen genau zu finden, dass ich immer ganz genau wusste, okay, diese Struktur ist hier, sodass ich halt nicht in der Prüfung irgendwie noch groß überlegen muss, sondern dass ich halt direkt dahin gehen konnte. Ein weiterer Tipp, den ich geben kann zum Prep-Kurs, ist es, so viel wie möglich vor dem Prep-Kurs gelernt zu haben. Also bei den meisten ist es so, dass man Vorlesung Nummer 1 hat in der ersten Woche, dann in der nächsten Woche Vorlesung Nummer 2 und dann startet Prep-Kurs Nummer 1 mit dem Inhalt der ersten Vorlesung. Seht zu, dass ihr wirklich diese Sachen immer Woche für Woche dann gelernt habt, weil ihr so wesentlich mehr aus dem Prep-Kurs mitnehmt, anstatt dann halt immer ahnungslos da wirklich am Körper wenn da rumzufummeln, weil ich weiß noch bei mir, in den ersten paar Wochen des Prep-Kurses hatte ich halt noch nicht so viel gelernt und dementsprechend wusste ich halt nicht so ganz genau, was ich mache. Und vor allem beim Präparieren habe ich mir immer die Frage gestellt, was ist das denn jetzt? Und vor allem, ich konnte nicht einmal Fett und wie heißt das nochmal, Bindegewebe voneinander unterscheiden. Das ist auch schon sehr peinlich. Aber als ich dann angefangen habe zu lernen, vor allem in den letzten Wochen, als dann halt auch die Klausuren näher kamen, dann war es wirklich so, dass es auch richtig Spaß gemacht hat und dass ich halt viel mehr darüber nachdenken konnte, was ich gerade auch wirklich gemacht habe. Einfach nur dadurch, weil ich halt wusste, wo sollte etwas normalerweise sein. Ein weiterer Tipp, den ich geben kann, ist es, das Wissen auch aus verschiedenen Richtungen anzugreifen. Also lern nicht nur, okay, dieser Muskel wird von diesem Nerv innerviert, sondern sowohl lernen, Muskel wird von diesem Nerv innerviert, als auch dieser Nerv innerviert diesen Muskel, also alle diese Muskeln. Du kannst auch lernen, welche größeren Muskelgruppen werden von welchem Nerv innerviert. Also zum Beispiel alle Muskeln der Armrückseite werden von einem Nerv innerviert. Sowas würde ich immer lernen, damit einfach diese größere Struktur hat und auch einfach dieses Verständnis, weil das hängt auch mit der Topografie zusammen. Lernt Anatomie auch mit verschiedenen Reizen, also visuell, auditiv, taktil, also fasst Sachen in eurem eigenen Körper an. Also wenn ihr hier so anspannt und hier euch anguckt, okay, diese Sehnen hier, da kann man auch, wenn man überlegt, kann man auch drauf kommen, ah, das ist dieser Muskel, macht selber auch Bewegungen nach, um zu verstehen, welcher Muskel führt welche Bewegungen aus, tastet selber euren Bauchraum ab, um ein bisschen zu verstehen, okay, welche Organe könnte ich jetzt hier finden, damit man das auch an der Leiche besser finden kann, etc. pp. Anatomie ist nicht nur ein Fach, das man nur mit dem Augen lernt oder halt nur mit dem Ohr, wenn man in der Vorlesung sitzt. Und einer der wichtigsten Tipps, den ich auch irgendwann bekommen habe von einem Kommilitonen zum Lernen der Topografie, ist es, die verschiedenen Umliegendenstrukturen zu beachten. Also nicht nur einfach die angucken, okay, das ist dieser Muskel, sondern guck dir eher an, wenn du diesen einen Muskel lernen willst, was ist alles, was drumherum liegt. Weil du so, dadurch, dass du immer diese verschiedenen Beziehungen zueinander setzt, so kannst du wirklich auch erstmal dieses mentale Bild in deinem Kopf entwickeln. Den wahrscheinlich besten Tipp, den ich geben kann, um die Systematik zu lernen, ist es, sich nicht unbedingt mit dem Fach Anatomie zu beschäftigen, sondern mit dem Fach Terminologie.
Anatomie ist nichts weiter als Latein und jeder einzelne Begriff in der Anatomie macht Sinn, wenn man sich genügend mit Terminologie befasst hat und das Ganze dann auch verstehen kann. Also vor allem bei Extremitäten habe ich überhaupt kein bisschen Problem gehabt zu verstehen, welcher Muskel wo liegt, welche Muskeln fallen jetzt noch so rein, weil ich halt einfach durch Terminologie, besonders dadurch, dass ich halt Latein auch schon länger in der Schule gehabt habe, dieses, ja, Grundverständnis sowieso schon hatte. Also wichtig, setzt euch genügend mit Terminologie auseinander. Nächsten Tipp, den ich geben kann, um wirklich all diese verschiedenen Details und Listen zu lernen, nutzt Karteikarten und macht das dann so, dass ihr aus diesen Listen dann zum Beispiel Merkwörter macht oder ihr ordnet diese Listen. Da gibt es zigtausend Sachen, muss ich eigentlich auch nicht viel sagen, weil man da einfach nur ein bisschen kreativ werden muss und dann findet man immer etwas. Eine Geschichte kann man dazu entwickeln. Wenn man Probleme hat, sich wirklich anatomische Begriffe zu merken, würde ich immer raten, den Begriff in ein Bild umzuwandeln und dann eine Bedeutung zwischen diesem Bild und der eigentlichen Bedeutung des Begriffs herzustellen und verbindet dann auch Emotionen oder Personen, die ihr kennt in dieses Bild, sodass ihr das dann einfach euch leichter merken könnt. Also die Leute, die in TMS geschrieben haben, die müssten sowas eigentlich sogar sehr gut können. Wichtig ist aber, dass man, auch wenn die Systematik wichtig ist, dass man das Ganze erstmal von grob zu fein lernt. Man darf sich nicht zu viel mit den einzelnen Details aufhalten. Man muss erstmal anfangen, grob das gesamte Verständnis zu entwickeln und dann immer Stück für Stück mehr in die Details reinzugehen. Weil je tiefer du in die Details reingehst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das auch in der Prüfung abgefragt wird. Und im Physikum, kann ich ja jetzt schon sagen, sind Details eine der Sachen, die am wenigsten, also vor allem in der Anatomie, eine der Sachen, die am wenigsten abgefragt wird, sondern mehr dieses breite Verständnis. Grundsätzliche Tipps, die ich geben kann zum Lernen für Anatomie, ist erstmal so viel wie nur möglich zu üben, also so viel wie nur möglich Sachen zu zeichnen, Sachen anderen Leuten zu erklären, damit du einfach immer mehr dieses 3D-Modell in deinem Kopf entwickelst und das Ganze auch nicht als ein Riesenthema zu betrachten. Also ich habe am Anfang immer so mir so gedacht, ach du Heiliger, ich muss jeden einzelnen Muskel lernen, ich muss die gesamte Innervation von jedem Muskel können und so weiter und so fort. Und das schien natürlich eine riesige Aufgabe zu sein. Aber als ich dann mir einen Lernplan gemacht habe und dann einfach alles heruntergebrochen habe, sodass ich dann halt jeden Tag wusste, okay, das hätte ich machen sollen, das hätte ich machen sollen, das hätte ich machen sollen, war es für mich dann auf einmal mega übersichtlich und ich dachte mir, ist ja gar nicht mal so schwer. Ich habe genügend Zeit, sogar ein paar Tage extra noch vor der Prüfung, sodass ich eigentlich gar nicht mal so viel zu tun habe. Ich sage jetzt nicht, macht euch einen Lernplan, ist gar nicht mehr unbedingt so nötig, wenn man regelmäßig von Anfang an lernt, aber einfach das Ganze Step by Step anzugehen, ganz kleinschrittig und sich immer einen kleinen Erfolg nach dem nächsten zu setzen und den halt dann auch zu erreichen, ist Gold wert in Anatomie. Akzeptiere auch den Fakt, dass ihr höchstwahrscheinlich beim Lernen für Anatomie definitiv einen Mental Breakdown haben werdet. Ich weiß noch, bei mir war das, als ich für Extremitäten gelernt habe, dass ich irgendwann mal, da gab es irgendetwas, was ich beim Fuß mir einfach nicht merken konnte. Da habe ich dann meinen Prometheus einfach genommen, hier so, warte mal, und durchgeworfen, durchs Zimmer geworfen. Dann sieht man hier, ich hoffe, man sieht diese Delle. Die ist dann dadurch passiert, dass der dann irgendwo angedotzt ist, was jetzt nicht so toll war, weil er relativ neu war. Also bei den Ressourcen für Anatomie muss man verstehen, dass man die Ressourcen finden muss, die für dich angenehm sind. Also es gibt nicht das Lehrbuch, den Atlas, der, sagen wir mal, dich am allerbesten vorbereitet. Alle, die, sagen wir mal, mehr oder weniger empfohlen werden, sind gut. Und die Anatomie ist halt einfach überall gleich. Besonders, das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Bei jedem anderen Menschen findest du immer andere anatomische Besonderheiten. Aber in den Lernbüchern findest du eigentlich immer die gleiche Standardanatomie. Ich werde alle Ressourcen, die ich jetzt gleich nennen werde, unten in der Beschreibung verlinken, sodass ihr alles wiederfinden könnt, egal ob es jetzt Anki-Addons sind oder bestimmte Bücher oder irgendwelche Videos oder YouTube-Kanäle. Die Ressourcen, die ich wirklich empfehlen würde für Anatomie, sind erstmal Karteikarten oder eine Karteikartensoftware, ein Atlas plus noch eine Informationsquelle, wie also Lehrbücher oder Online-Seiten. Und man kann das Ganze dann auch nochmal ein bisschen erweitern mit Ressourcen wie Apps, Online-Anatomie-Videos, Modelle etc. pp. Ich werde von der Uni auch so eine Liste kriegen mit den Sachen, die ihr halt lernen müsst für Anatomie. Und was ich da raten würde, ist, nehmt die Liste und schmeißt sie gleich weg. Es ist einfach nur eine Zeitverschwendung, weil jede einzelne Liste, die ich bisher bekommen habe von der Uni, egal welches Fach, war nichts weiter als eine Aufzählung von allem, was ich sowieso in einem Lehrbuch gefunden hätte. Also ich weiß noch, bei meiner Anatomieprüfung habe ich wirklich 2 Tage darauf verbracht, jede einzelne Sache zu checken, ob das im Lehrbuch war oder nicht. Und am Ende habe ich halt gemerkt, ja, wow, deckt sich halt einfach 1:1. Von daher verschwendet keine Zeit darauf, schaut euch sie gar nicht erst an, sondern lernt direkt los. Welche Lehrbücher kann ich für Anatomie empfehlen? Also ich kann da empfehlen die duale Reihe und den Sobotta. Die duale Reihe habe ich momentan auch hier. Die ist ziemlich fett, dementsprechend auch sehr detailliert. Wirklich, also
es gibt nichts in der Anatomie, was du nicht hier in der dualen Reihe nicht wiederfinden wirst. Beim Sobota weiß ich, dass er mehr so ein bisschen auf das, also ein bisschen mehr das hervorhebt, was eher wichtiger ist. Was mir bei der dualen Reihe halt auch gefällt, ist, dass du am Rand hier, du hast dann hier den Hauptinhalt auf der auf dem mittleren Teil der Seite und dann hier rechts dann immer so ein bisschen, ja, kurz Zusammenfassung. Atlas, den ich empfehlen kann, ist der Prometheus. Ich habe hier jetzt gerade diese zwei Bände hier neben mir liegen. Hier, das ist einmal Extremitäten und, boah, da sind die schwer, Mann. Und einmal hier innere Organe, das mit Neuroanatomie und Kopfhals, das habe ich noch nicht aufgemacht. Grundsätzlich so, wenn man sich halt so fragt, sollte ich duale Reihe oder mehr mit dem Prometheus oder halt Atlas oder Lehrbuch. Es ist so, die Lehrbücher sind immer detaillierter und da kann man sicher gehen, dass man alles weiß. Ich persönlich bin eher ein Freund von den Atlanten. Wie gesagt, weil es halt darum geht, wirklich dieses topografische Verständnis zu entwickeln. Das geht mit einem Atlanten besser, aber die sind dafür auch sehr stumpf. Also da wird das Wissen, sagen wir mal, nicht richtig, nicht wirklich so vermittelt, wie man das halt so kennt aus einem Buch halt, sondern trotzdem halt meistens sehr, sehr viele Listen. Ich habe dann die Lösung für mich so gefunden, dass ich dann noch ausgewichen bin auf eine Online-Ressource und für mich war das dann Amboss. Es gibt natürlich auch wie Medici, jeder nutzt das, was er will. Also jeder nutzt normalerweise das, was einem die Uni halt gibt. Also ich würde bei jedem von euch im IT-Bereich gucken bei der Uni, ob ihr kostenlose Zugänge habt für Via Medici oder Amboss. Wir hatten mal eine Zeit lang sogar für beides. Und nehmt dann auf jeden Fall etwas, weil sonst ist es halt schon teuer. Ich finde Amboss vor allem richtig cool, weil das halt so stichpunktartig ist und das halt sehr, sehr praktisch ist, wenn man sich mit Freunden gegenseitig abfragen will oder halt um kurz im Prep-Kurs gerade nach bestimmten Strukturen zu gucken, wenn man halt sein iPad dabei hat. Und ich habe dann auch die Infos, die ich dann vielleicht auch Karteikarten stehen hatte, die habe ich dann auch tatsächlich aus Amboss genommen oder halt aus dem Prometheus und nicht unbedingt aus der dualen Reihe. Und eine Sache, die mir gerade einfällt, wenn ich von Prometheus rede, bei Atlanten kann man auch sich einen Fotoatlas holen. Das ist auch so eine Sache, die halt auch schon Sinn macht, denn es ist halt so, im Prometheus ist alles schön bunt, schön rosig und sowas. Der Körperspender ist dann aber eher gelb, braun, also nicht gerade so bunt und man kann definitiv nicht die Sachen voneinander unterscheiden. Dementsprechend sind Fotoatlanten doch schon sehr hilfreich, um zu verstehen, wie die Sachen wirklich aussehen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du, sagen wir mal, noch am Anfang bist und das Ganze lernen musst und so dieses 3D-Vermögen aufbauen musst, dass es keinen großen Sinn macht, dich damit auseinanderzusetzen, wie die Sachen wirklich aussehen, weil selbst wenn du wüsstest, wie es wirklich aussieht, kannst du halt nicht verstehen, was die einzelnen Unterschiede sind. Ein weiteres Buch, das für mich wirklich mega hilfreich war, war von Thieme. Ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß, aber das war so ein Prüfungsbuch für Anatomie, in dem wirklich sehr, sehr viele Fragen standen, die man halt so in der mündlichen Prüfung Anatomie auch wiederfinden würde. Das hat mir halt sehr geholfen, weil durch Karteikarten habe ich halt sehr faktenbasiertes Lernwissen gelernt und dadurch war es halt schwer, wirklich sich auf eine mündliche Prüfung vorzubereiten, was eben dieses Buch super gemacht hat. Also das ist wirklich so ein Buch, das würde ich doch schon jedem empfehlen. Ich habe es mir dann aber auch als E-Book geholt und nicht irgendwie ausgeliehen, weil es bei mir nicht in der Bibliothek gab. Zwei weitere Buchressourcen, die es gibt, sind einmal Anatomie-Malbücher, die man sich einfach so holt, um Anatomie ein bisschen zu lernen. Ich glaube gar nicht mal, dass es unbedingt so einen riesigen Lerneffekt hat, sondern es geht mehr darum, einfach, dass es ein bisschen spaßiger wird. Und eine zweite Sache, die ich eher schon empfehlen kann, sind Kurzlehrbücher für Anatomie. Ich habe den, glaube ich, von Else 4, glaube ich, so einen ganz kleinen Taschen Kurzlehrbuch, das ich dann immer beim Prep-Kurs immer dabei hatte, falls ich irgendwie kurzzeitig was nachchecken wollte oder wenn ich irgendwie in einem Lehrbuch etwas lesen musste, aber dann die duale Reihe wirklich viel zu ausführlich war und ich halt im Prometheus keine Infos gefunden habe. Eine Ressource, die mir wirklich den Arsch gerettet hat in Anatomie, war Anki. Und tatsächlich nicht unbedingt, um verschiedene Fakten hier zu merken, also Ursprung, Ansatz, Funktion, Innervation von einem Muskel oder den Organsteckbrief von einem Organ, sondern dafür, um Bilder aus dem Prometheus zu screenshotten, in Anki reinzumachen und mit dem Image Occlusion Add-on alles dann zu verdecken. Auf diese Weise habe ich wirklich alle verschiedenen Muskeln, Gefäße, Arterien, Nerven, Bänder, Gelenke, Knochen in verschiedenen Schichten und Lagen für meine mündliche Anatomieprüfung, Extremitäten gelernt und wirklich, das hat Wunder gewirkt. Also das ist wirklich eine Sache, die ich jedem empfehlen würde und halt mit Anki, weil das halt so kostenlos ist. Eine weitere Sache, auf die ich vor kurzem gestoßen bin, ist für Anki das sogenannte Michigan Deck. Das nutzen vor allem gerne Studenten in den USA. Das ist ein bisschen so wie das, was ich gerade gesagt habe, mit aus dem Prometheus Screenshots machen. Nur, dass es eben an richtigen Leichen ist. Also es hat dann, ist schon mal ein größerer Schweregrad und ist schon ein bisschen realistischer. Ich würde einfach aus diesem Michigan Deck die Sachen, die man interessant findet, in sein Prometheus-Deck da mit reinziehen, damit man das auch lernen kann. Ich habe von vielen auch gehört, dass sie sehr gerne die Anatomie-Lernkarten von Prometheus sich holen. Ich selber hatte sie nicht, aber das lag eher daran, dass ich schon sehr viel Zeit
in meine Anki-Karteikarten investiert hatte, als ich davon gehört habe und ich da eben nicht nochmal extra Geld dafür geben wollte, dass ich dann, obwohl ich schon so viel Zeit darin investiert hatte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die gut sind, dass es auch vor allem Spaß macht, mit diesen zu lernen, anstatt immer nur mit Anki oder mit einem Buch. Eine Abwechslung beim Lernen für Anatomie ist es auch nicht immer nur mit Büchern und Textquellen zu arbeiten oder Bildern, sondern auch mit richtigen Videos. Und im Internet gibt es doch schon einige Sachen, also sowohl auf YouTube Kanäle wie Anatomy Zone oder Medizintutorials, als auch zum Beispiel die University of Wisconsin hat einen Videokurs, ich glaube, wie der gesamte Körper auch wirklich präpariert wird, oder Khan Academy, die haben auch noch mal so einen Anatomie-Videokurs. Also da gibt es unzählige Sachen und mir hat es persönlich auch Spaß gemacht, mir die Sachen anzugucken, weil du hast dann immer einen professionellen Präparateur gehabt, der das Ganze immer erklärt hat, weil das hatten wir im Anatomiekurs, also im Prep-Kurs nicht immer unbedingt. Bei uns war es dann eher so, dass der Professor immer wieder rumgelaufen ist, kurz ein bisschen was gesagt hat oder so nach dem Motto, machen Sie das jetzt das und das. Aber ich hatte jetzt nicht so einen 2 Stunden lang durchgehenden Vortrag, bei dem dann immer wieder auch der Körper immer weiter präpariert wurde. Viele lernen gerne auch mit Anatomie-Apps, sei es entweder Lernkarten-Apps, also die halt, sag mal, dadurch verfügbar sind, wenn du die Sobotta oder Thieme-Lernkarten holst, als auch mit solchen Atlanten-Apps. Eine ganz berühmte ist da die Atlas der Humanen Anatomie 2021. Ich hatte die mir jetzt für meinen Anatomiekurs damals nicht geholt, weil die irgendwie so 35 oder 40 € gekostet hat und ich dachte mir halt nicht, dass mir das so viel bringen würde. Die war aber jetzt gestern auf 1 € runter reduziert und dachte ich mir, wieso nicht, hole ich mir einfach mal, ist nicht schlecht, also weil die ist halt an sich gut, aber nicht hundertprozentig essentiell. Ich hoffe jetzt mal, wenn das Video rauskommt, dass die immer noch so auf 1 € reduziert ist, wenn ihr euch sie holen wollt. Für 1 € würde ich die mir dann doch schon holen. Bei den Ressourcen gehören natürlich auch die Vorlesungsfolien dazu. Und ich muss ehrlich sagen, bei Anatomie bin ich nicht so ein Fan von den Vorlesungsfolien. Also normalerweise kann man immer sagen, okay, das, was auf den Vorlesungsfolien steht, das ist mehr oder weniger so das, was auch in Prüfungen abgefragt werden kann. Und von daher macht es schon Sinn, sich die Vorlesungsfolien anzugucken und sie auch wirklich zu lernen. Bei mir war es dann aber so, dass ich in Anatomie nach der dritten oder vierten Vorlesung halt gemerkt habe, okay, die Vorlesung ist nichts weiter als 100 Folien hintereinander geklatscht mit Bildern aus den Lehrbüchern direkt. Also da waren aus verschiedensten Atlanten verschiedene Bilder und da dachte ich mir halt, okay, ich habe da halt auch keine Live-Vorlesung, deswegen konnte ich mir das halt auch gleich sparen. Deswegen würde ich halt sagen, für Anatomie sind die Vorlesungen nicht zu 100% wichtig, wenn du halt mit Atlanten lernst. Ich möchte aber noch mal kurz hervorheben, alle Ressourcen bringen nichts, wenn du es nicht an einem richtigen Körperspender übst. Also du kannst noch so viel mit Büchern und Apps und Videos arbeiten, du musst es letzten Endes wirklich an der Leiche üben, um wirklich gut zu werden in Anatomie. Im nächsten Video hier seht ihr dann, welche Lernprinzipien man grundsätzlich beachten sollte beim Lernen fürs Medizinstudium und hier seht ihr noch, welche Bücher ich für alle anderen Fächer empfehle. Danke fürs Zuschauen und DNAWIG.